Cut. Ready to go, ready to start. Hallo und herzlich willkommen heute im Kochstudio Detlef Römisch. Scherz beiseite. Natürlich kochen wir heute nicht. Das ist nämlich nicht mein Ding, dafür ist mein Kanal nicht da. So, was das ist, könnt ihr euch sicherlich denken. Und ich habe euch im letzten Film gezeigt, wie wir aus Beton Bonsai-Schalen hergestellt haben. Und jetzt schaut euch mal diese Schale an. Und schaut euch mal diese Auflaufform an. Ja, also doch sehr viel Ähnlichkeit. Jetzt suchen wir natürlich nach Alternativen für unsere Bonsai, wo wir die reinpflanzen können, damit sie einigermaßen schick dastehen. Ja, und solche Bonsai-Auflaufform, sag ich mal, ist dafür natürlich auch hundertprozentig geeignet. Das Problem ist natürlich, wir haben hier keine Löcher drin. Ja, diese Löcher, die machen wir gleich rein. Und wir werden hier natürlich, nicht natürlich, sondern wir werden hier keinen Bonsai reinpflanzen, sondern wir werden diese Schale alternativ verwenden. Und wofür, das zeige ich euch gleich. Aber zunächst einmal müssen wir hier Löcher reinbringen. Und das machen wir jetzt mal. Wir bohren jetzt mit einem Steinbohrer und ohne Schlag und noch möglichst mit langsamster Stufe. Also wenn hier nicht mit volle Pulle bohren, sondern wirklich ganz gemächlich, damit uns das gute Stück hier nicht auseinanderbricht. Wie gesagt, ganz langsam drehen. Ready. This was the first one. Ne, wo haben wir es denn? Da. Und wie gesagt, nicht zu doll drücken. Jetzt kommt das zweite Loch. Das war das zweite Loch. Machen wir dann an den Seiten hier auch noch eins, zwei. Man spürt jetzt, wenn man unten fast durch ist, dann fängt das am Bohrer an zu rubbeln, so ein bisschen, als wenn man Stein bricht. Und da muss man natürlich ganz, ganz langsam drücken, also man kann gar nicht mehr drücken, den Bohrer einfach laufen lassen. Und dann geht er auch etwas glatter unten durch und bricht nicht unten alles auseinander. Ready. So, eins machen wir noch. Beim Anbohren muss man sich ein bisschen auf den Bohrer drauflegen, mit ganz leichtem Gewicht aber nur, damit er wirklich auf dem Punkt dann auch sofort bohrt und nicht wegrutscht, wie wir es ganz am Anfang gesehen haben. Wenn man sieht, frisst er sich sofort rein und jetzt mit ganz leichten Druck nur weiter bohren. Ready. Jetzt haben wir unsere vier Löcher in unserer neuen Bonsai-Schale. Wir schneiden uns jetzt ein kleines Stück Vlies zurecht, das wir unten in den Topf reinlegen, in die spätere Bonsai-Schale, damit uns das Substrat unten nicht rausrieselt. Kann sich natürlich auch Gitternetz oder irgendwas dergleichen auf die Löcher legen und das mit dem Draht von unten befestigen. Aber
Da wir das ja jetzt andersweitig verwenden, machen wir das jetzt ein bisschen einfacher. Ganz einfach normal. So, dass die Löcher unten zu sind mit Vlies, das reicht vollkommen aus. So, jetzt kommt dort erstmal Substrat rein. Und wir verwenden jetzt Komposterde. Denn diese Komposterde enthält ausreichend Nährstoffe. Und ist natürlich auch für das, was wir gleich da rein sehen, hundertprozentig geeignet. Die Komposterde nur locker verteilen, nicht andrücken. Wirklich nur ganz locker oben verteilen, das reicht vollkommen aus. So, jetzt haben wir das eben fest, nicht drücken bitte. So, und nun kommen wir zur Saat. Wir sehen jetzt Radieschen und ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum seht ihr denn die Radieschen in eine Bonsai-Schale? Aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt viele Menschen, die keinen Garten haben, die eine wunderschöne Terrasse oder einen wunderschönen Balkon haben. Und ja, auf diese Art und Weise könnt ihr euch auch Radieschen ziehen und in den Genuss dieser wunderschönen Früchte kommen. Jetzt steht hier drauf, im Sommer sollte man die schattig stellen, also nicht in der Sonne. Ja, das war mir jetzt auch neu, aber steht hier drauf, also im Frühjahr in der Sonne. Und wenn es jetzt Sommer ist, dann sollte man sie schattig aussehen. Jetzt haben wir natürlich den Vorteil, wir können die Schale hinstellen, wo wir möchten. Wir können sie jetzt tagsüber, also morgens in die Sonne stellen. Wir können sie dann mittags dann in den Schatten stellen. Ja, wie es uns gerade beliebt und wie es am besten für die Pflanzen ist. Ja, dann sehen wir jetzt erstmal die Radieschen aus. Im Abstand von 5 cm etwa. Ich mache das jetzt Pi mal Daumen. Und die Samen sollten so etwa, ja, was stand da drauf? 1 cm. Lol, meine Brille nicht mit. Damit wir auch nichts verkehrt machen hier, steht drauf 0,5 bis 1 cm. Also im Prinzip drücken wir die einfach leicht an in die Erde. Mit Abstand von etwa 5 cm. Das zeige ich euch noch eben in Nahen. Also wie gesagt, im Abstand von 5 cm. Wir legen den Samenkorn einfach oben drauf und drücken ihn mit dem Finger ganz leicht an. So geht er etwas tiefer. Das machen wir jetzt einmal rundherum. Und deswegen ist es natürlich ein Vorteil, wenn man das Substrat vorher nicht andrückt, sondern einfach nur locker einfüllt. Dann lassen sich die Samen also ganz leicht in das Substrat leicht eindrücken. Und man bekommt die auf eine gewünschte Tiefe, ohne dass man dann nochmal ein Loch drücken müsste oder dergleichen. Und beim Radieschen ist es natürlich auch so, dass die von Fliegen befallen werden und dann dort ja Maden sich satt fressen in den Radieschen. Und um das zu verhindern, werden wir gleich, nachdem wir dann die Samen hier aufgebracht haben, noch etwas anderes einsehen. Und das habe ich bereits in einem Film mal gezeigt, wie die Kinder das gemacht haben. Dabei handelt es sich um Schnittlauch. Der Schnittlauch hat natürlich einen starken Eigengeruch und von daher können dann diese Fliegen, die ihre Eier ablegen an den Radieschen, die Radieschen gar nicht riechen. Und ich gehe erstmal an die Seite. Und somit schützt der Schnittlauch die Radieschen vor diesen Fliegen. Wir bedecken jetzt ganz leicht die eingesäten Samen der Radieschen. Dazu schieben wir einfach ein bisschen Erde oben drüber, denn wir haben sie etwas tiefer jetzt eingedrückt. Das ist also ganz easy, einfach locker die Erde drüber schieben. Wir brauchen also nicht ganz so tief eingepflanzt sein. So, und jetzt können wir andrücken. Jetzt drücken wir die ganze Geschichte an. Und somit sind die Radieschen in die Erde gebracht. Nachdem wir die Samen jetzt ausgesät haben, gießen wir das Ganze vorsichtig an. Und dafür nehmen wir uns nach Möglichkeit eine kleine Gießkanne, damit das Ganze nicht uns wegschwimmt. So, und jetzt kommen die Samen der Schnittlaus, die wir geerntet haben vor kurzem mit den Kindern. Und die Kinder hatten das dann eingesät und das sieht mittlerweile so toll aus. Und wie gesagt, also der Schnittlauch, der hilft unseren Radieschen, damit sie kräftig und gesund wachsen können und sich keine Schädlinge dran aus
aufbereiten können und sich daran gut tun können. Jetzt wird es mal ein bisschen windig, aber egal. So, wir streuen jetzt ganz locker oben über die Samen. Da kann man jetzt natürlich schlecht sehen, weil schwarz auf schwarz, naja, ist ein bisschen schwierig. So, ganz locker verteilen. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal andrücken. Ich muss mal eben gucken, ob das jetzt nicht zu nass ist. Ne, das geht. Das drücken wir jetzt mit den Fingern nochmal ganz vorsichtig an. Achten darauf, dass uns die ganzen Samen nicht an den Finger kleben bleiben. Aber wirklich nur ganz vorsichtig andrücken, weil es ist jetzt ein bisschen matschig. Und so ist unser Aussaatbeet für den Balkon oder die Terrasse fertig. Was wir jetzt noch machen können, wir setzen jetzt noch einen kleinen Stein in die Mitte. Als Deko, damit das Ganze nicht ganz so langweilig aussieht. So, und damit die Geschichte uns jetzt bei Schlagregen oder bei starker Sonneneinstrahlung, je nachdem, wo die ganze Geschichte dann steht, nicht beim Starkregen eben ausspült, legen wir uns jetzt ein Vlies oben drüber, das wir zurechtgeschnitten haben. Und können das jetzt einfach unten drunter schieben. Und haben somit unsere Samen geschützt, damit sie in Ruhe keimen können. Wie gesagt, also wenn hier jetzt Regen drauf prasselt, das ist nicht so schlimm, das läuft dann runter, auch wenn es hier drauf drückt, macht überhaupt nichts. Nur wenn das jetzt offen steht und es wirklich Schlagregen gibt, dann spült uns die ganze Geschichte sonst wohin und ja, die Samen sind alle Arabedeci irgendwo, keine Ahnung wo. Und dann kommt das alles durcheinander, hier ganz viele Radieschen, hier ganz viel Schnittlauch und alles kreuz und quer durcheinander und das sieht dann auch gar nicht so hübsch aus. Und wir wollen es da vernünftig machen, von daher decken wir das jetzt mit Vlies ab und gut ist es. Ist es, so. Und das habe ich jetzt gemacht, weil, wie gesagt, Bonsai-Schalen suchen wir natürlich Alternativen immer wieder. Und das war jetzt ein Zufallsfund in meinem Schrank. Das Gerät habe ich also jahrelang gar nicht benutzt. Das stand irgendwie in einer Ecke unten im Schrank. Und da dachte ich mir, Moment mal, das könnte man also auch zu einer Bonsai-Schale machen. Und da ich jetzt keinen Bonsai habe, den ich jetzt nur direkt in eine Schale pflanzen will oder muss, dachte ich mir, okay, wie kannst du das denn anders verwenden? Und da kamen mir die Radieschen in die Hand. Die lagen nämlich auch im Regal und da steht Haltbarkeit bis 10/2014. Ja, also höchste Eisenbahn, dass die auch noch benutzt werden, obwohl die auch danach ein Jahr danach noch haltbar sind. Das ist also nur so ein Mindestablaufdatum. Aber wie gesagt, das hat gerade gepasst und das mit dem Schnittlauch, ja, war auch ganz klar, dass das dann dazu kommt, denn irgendwo müssen die Radieschen ja auch geschützt werden vor diesen Fliegen. Und wenn jetzt nur Radieschen drin sind, das alles duftet nach Radieschen, dann kommen diese Fliegen und vermehren sich dann in diesen Radieschen und fressen uns die Radieschen auf, bevor wir was davon haben. Ja, also, das ist jetzt eine Alternative zu einem Balkon und Terrasse, damit ihr euch also auch so kleine Radieschen ziehen könnt und Freude am Gärtnern habt. So, jetzt mache ich mal eben Cut. Ich gehe mal eben Kaffee trinken. See you later. Nix verraten. Detlef ist noch mit dem Kaffee beschäftigt und ich habe mich jetzt gerade mal so noch eingeschlichen hier. Mit dem Stein ist eine ganz nette Idee, aber wenn man das mit Kindern zusammen macht, macht das nichts her. Ich habe dann noch so ein kleines Auto gefunden. Alternativ mit dem Mädchen kann man auch eine kleine Barbie-Puppe reinsetzen. Macht was her. Als kleiner Tipp noch, wer keine Schalen zu Hause hat und gerne mal auf Flohmärkten spazieren geht mit den Kindern, gerade jetzt im Sommer, so einen Sonntagnachmittag mit Kindern auf dem Flohmarkt, da kann man ganz gute Schnäppchen schlagen und die für kleines Geld kaufen. Und für die Kinder ist es sicherlich auch interessant, wenn sie das selber einsehen und ernten können, weil so kriegt man vielleicht auch die Kinder mal zu einer gesunden Mahlzeit abends. Ne? So ein Butterbrot mit Frischkäse, den Schnittlauch abgeschnitten, ein bisschen Schnittlauch drüber und die Radieschen dabei. Ist was Gesundes, ist was Leckeres. Es muss nicht immer Wurst und Käse auf dem Tisch stehen. Es können auch mal gesunde Sachen sein, die von den Kindern dann auch ganz gerne gegessen werden, wenn sie es selbst eingesät und auch selbst geerntet haben. So kriegt man die Kinder vielleicht auch mal dazu, etwas Gesundes zu naschen. So. Und bevor Detlef jetzt wiederkommt und mit seinem Kaffee fertig ist, schleiche ich mich mal wieder vom Bild. Bis dann. So, mal gucken, den Film langsam zu Ende bringen. Wir müssen Abschluss noch drehen. Was ist das denn? Hä? Hey?
kommt ein Auto dahin? Also, mit Stein ist das auch viel schöner. Ja, also das war jetzt zum Thema Radieschen und Schnittlauch in einer Gemeinschaft, in einer Schale, die eigentlich für einen Bonsai bestimmt ist. Und ja, solche Schalen könnt ihr euch ganz günstig schießen, auf Schnäppchen merken oder so. Also das kostet ganz kleines Geld und ist echt easy. Ja, das war jetzt... So, nach dem Kopf werde ich jetzt mal einen Abschluss drehen. Bin gespannt, wo Nicole wieder abgeblieben ist. Oh, Cut. LOL! Minno! Und vor allem, wie stand das Ding dann jetzt, ey? Ah, fuck, ey. So, jetzt alles ein bisschen durcheinander gekommen. Schnuppe, Stein wieder drauf, denn der ist viel schöner. Ja, ich hoffe, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns im nächsten Film mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Und Nicole, fusch mir nicht mehr ins Handwerk. Menno. Echt, ey.